Fantasie und Kreativität sind natürlich von mir besondere Talente und ich setze natürlich ein für Menschen, damit sie sich leichter tun, unter anderem. Hier haben wir das Buch ABC Teil 4. Es ist ein Malbuch, aber hinten habe ich natürlich auch Tipps, wie man auch mit dem Buchstaben anders sie erlernen kann oder es Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. So, und unter anderem, schmecken ist etwas, das durch die Aufnahme von Nahrung über den Mund funktioniert. Mit dem Essen spielt man nicht, sagt man, aber geistig kann man durchaus mit dem Essen spielen. Ein lustiges Spiel ist, wenn man bei der Nahrung auf den Anfangsbuchstaben der einzelnen Speisen oder Zutaten achtet, die man in seine Ernährung integriert. F wie Fisch, A wie Apfel, Zucchini wie Z und Paprika wie P und K wie Karotte. Eine weitere Variante dieses Spiels ist, wenn ihr zuerst einem bestimmten Buchstaben eine spezielle Farbe zuordnet. Zum Beispiel dem T geben wir jetzt die Farbe Rot. Und dann sucht ihr ein Gemüse oder eine Frucht mit dieser Farbe, das oder die ihr dann an diesem Tag als Mahlzeit zu euch nehmt oder genommen habt. Rotes T wäre dann zum Beispiel eine Tomate. Mögt ihr Tomaten? Nein? Dann sucht euch einfach eine andere Farbe und vielleicht eine andere Frucht aus, zum Beispiel ein blaues T. Dann nehmen wir jetzt die Trauben, weil wir die lieber mögen. Bei diesem Spiel achte wirklich darauf, dass gesunde, vitaminreiche Nahrung ausgewählt wird. Euer Körper wird es euch danken, nämlich mit Gesundheit. Das ist natürlich schon eine Kombi, gell? Die ist High Level. Das bedeutet Farbe mit Buchstaben und Bewusstsein über Ernährung. Da gibt es unfassbar viele Variablen und da kann man so richtig etwas geistig spielen. Und es wird sich später entwickeln. Es ist ja wie einen Samen, den man legt, der später aufgeht. Das heißt, das Bewusstsein für gesunde Ernährung wird dadurch gesteigert, den Zugang zu Obst und Gemüse wird dazu eröffnet und genauso ganz nebenbei Farbenlehre plus Buchstaben. Wunderbar. Es wird ganz einfach im Hirn abgespeichert und zugeordnet. Und das nennt man noch denn dieses breite Fächern im Hirn mit kleinen Standpunkten, wo ganz schnell abgerufen werden können, später dann. Das läuft sogar unbewusst ab, das merke ich mir denn gar nicht mehr. Da heißt es Farbe Blau, zum Beispiel, zack, und Sie haben schon jede Menge Gemüse, jede Menge Obst vor sich, im Bildnerischen gesehen, den Buchstaben vor sich sehen und so weiter. Also das kann man auch mit anderen Dingen machen, nicht nur mit Obst und Gemüse. Bleibt dran, ich habe noch was für euch.